Start. Hallo, meine Lie Hi. Ja. Ja. Quatsch mal Entschuldigung, das habe mich Mikro eigentlich rein. verschluckt. Nee, Hallo mach. und herzlich willkommen zurück bei unserem Rust Let's Play. Hallo. Wollte das auch schon mal immer fragen. Juhu. Ich darf ja nie. Du Du wolltest es darfst dann. nie, bitte, mach's doch, tu es. Ja. Nee, das habe ich. Cool. Direkt mal ankündigen zum Start. Das ist jetzt die letzte Folge unserer Aufnahmesession. Ja. Wir haben dann 9 Folgen am Stück aufgenommen. Mehrere Stunden, 1 Uhr früh ist es. Zwar mit Pausen zwischendrin, aber es ist, glaube ich, mit Abstand unsere längste Aufnahmesession. Ja. Und trotz der Neun Folgen reicht ja wieder Freeway-Cola, ich kann zum. mich kaum noch konzentrieren, Leute. Letzte Folge kam so ein kleiner Hype, weil ich durch diesen Gedanken an World of Warcraft so ein bisschen aufgeputscht wurde. Da habe ich dann noch mal so ein bisschen, aber so langsam. Was machen wir denn jetzt eigentlich? Naja, noch farmen wir, machen ein Ach ja, bisschen okay. das Haus da. Wenn Farmen, du Haus bauen. zurückkommst, siehst du ja diese Arena. Oder bist du schon wieder Ja, ich bin jetzt, ich habe es wieder gefunden, Gott sei Dank, zu da? Ah, Hause. na, siehst du. Ihr seid ja jetzt so Feuer und Flamme, gerade für Rust, wa? Ihr werdet ja bestimmt jetzt sowieso morgen auch gleich wieder ab um 10 hier rumbauen und pipapo, wa? Mal schauen. Also morgen bin ich bei meinem Bruderherz noch, der hat morgens am Purzeldach. Oh, du hast auch einen Bruder, cool. Brüder sind doch cool, oder? Boah. Ja, kommt, natürlich muss man sich mit denen einigermaßen verstehen. Ich bin schon froh, dass ich den Giftzwerg habe. Naja, Also, lass wobei mich Zwerg raten, darf ich nicht sagen. Er dein ist zwar kleiner jünger. Bruder, wa? Naja, der ist, was heißt kleiner, darfst du sagen? Er ist zwar Der jünger, aber Jüngere. er ist jünger, aber er ist Ach mittlerweile, so. glaube ich, sogar größer als ich, von daher. Ach, das ist noch von früher. Hast du den mal mit aufgezogen, mit Giftzwerg? Ja. Naja, so gegenseitig haben wir uns gegenseitig die Sprüche gedrückt. Wie viele Jahre jünger ist denn der? 13 Monate. Oh, Alter, da ist ja der kleine Bruder. Meiner ist irgendwie 5 Jahre jünger oder so. Also wie gesagt, 13 Monate, das ist ein Jahr und ein Monat gerade mal auseinander, von daher. Und die haben aber gereicht, dass du immer der große Bruder warst, der Chef oder? Naja, der Chef vielleicht nicht. Aber der große Bruder. Der große Bruder. Ja, Brüder sind schon cool. Denk an die Aldi-Brüder zum Beispiel. So. Ja. Dave, willst du dann die Pillars erst aufwerten oder die Wände erst oder was hast du vor? Also ich habe die äußeren Pillars sind alle aufgewertet auf Stein. So, und da ich ja gar nichts kann, werde ich jetzt einfach Außer Holz hier fahren. hat irgendjemand Wände reingezogen, warum auch immer. Ich nicht. Hier sind noch 2 Pillars nicht auf Stein aufgewertet. Pimmelmann. So. So, Leute, ich renne jetzt hier mal raus. So. Leute, ich weiß gar nicht, ob ihr hier noch zuguckt. 8 Folgen, wo ich eigentlich. Den Pillar nicht zum Fassen hier. Jetzt Wird stopp, man noch ein passt. bisschen Holz bauen, abbauen. Oh, die Pferde sind so schön. Ja, ich meine, jetzt ist das halt nur Stein außenrum. Ich meine, das ist jetzt dann nicht wirklich abgesägt. Wie willst du jetzt dann weitermachen noch? Naja, Steinwände noch. Also die Wände erstmal alle auf Stein und die Tür auf die höhere Stufe. Ja. Keine Ahnung. Danin, hast du einen Holzhammer? Nein, habe ich nicht. Hier, nimm den. Mein Freund, der Dann nimmst du mal Holzhammer. deine Leiste und aktivierst den. Und wenn du jetzt an die Wand hingehst von rechts, dann ist die so grünlich. Wenn du jetzt rechte Maustaste gedrückt hast, öffnet sich so ein Kreisfenster und dann hast du auf der rechten Seite Upgrade to Stone. Ja. Wenn du es mal anklickst. Rechte Irgendwie Maustaste, nicht. rechte. Ach so, hast Stein hast du im Inventar, ja? Nö. Ach nee, ach so, na dann geht natürlich nichts. Ja. Wenn du die alle weggelegt hast, ist klar, dann geht nichts. Dann hole ich mir das. Juhu. Das habe ich auch schon mal gemacht. Ich habe einen Hirsch erlegt. Sondern machen wir erst die Außenwand, ja, Dave? Ja. Er sieht von außen schon mal massiver aus. Sobald man einen Bogen hat, kommt man ja gut an Cloth.
Ja. Aber solange man kein Kloß hat, ist das Leben echt schwer am Anfang. Ja, der Start in Rust ist immer recht heikel. Auch wenn man jetzt zum Beispiel geradet wird und man wird dann wirklich nackt wieder spawnt. Ja. Dann hat man im Grunde ja auch nichts, dann fängt man auch wieder bei Null an und. Ja, du hast aber dann noch deine Blueprints. Richtig, du kannst ja halt relativ schnell wieder deine Sachen herstellen. Oh, jetzt habe ich keine Steine. Ach so, mehr. Alle Rezepte, die du gelernt hast in der Zeit, die bleiben dir dann erhalten. Richtig, oder also richtig, als wenn du stirbst, bleiben die Rezepte erhalten. Aber nur auf dem Server, oder? Nur auf dem Server. Auch wenn ein Server-Wipe gemacht wird, weil ein Update kommt, so ist in der Regel das nur die Map betreffend. Sprich, also dein Wissen, deine Blueprints hast du trotzdem weiterhin. Aha. Das heißt also, wenn du jetzt zum Beispiel alle Rezepte hast, die Map wird gewiped. Na, du kommst wieder rein, musst dich zwar neu aufbauen, aber du musst im Grunde keine Rezepte mehr suchen. Du kannst direkt bauen. Du hast direkt alles, was du hast, cool. Was du brauchst. Also macht sich das dann, selbst wenn du oft anfangen musst und umgebracht wirst, trotzdem bezahlt, weil du dich trotzdem aufbaust im Prinzip und immer mehr Blueprints hast und so. Richtig, richtig. Solange sie halt nicht das Knowledge, also das Wissen mit wipen, hast du einen gewissen Vorteil. Ach so, aber da haben sie bestimmt jetzt, als sie jetzt umgestiegen sind auf die neue Grafik-Engine, war doch so, glaube ich. Nee, die haben einfach nur von der alten Version, die neue Version war ja am Anfang die Experimental-Version. Genau. Kann ich mich noch erinnern, da war ich zweimal drauf, da waren die alle noch verbuggt und überall standen so verbuggte Typen rum und es war irgendwie ganz schlimm am Anfang. Da konnte man noch gar nicht sehen, was daraus mal werden soll. Da habe ich immer gedacht, was soll das denn? Okay, also ich habe jetzt keinen Stein mehr. Ich muss jetzt auf alle das Stein klopfen gehen. Steine. Habe ich ein Gestein? Mal gucken, habe ich Stein schon gefarmt jetzt? Ich habe 1000 Steine, wie peinlich. Ich bringe euch schnell die 1000 Steine. Naja, es sind 3 Bände. Ach so. Hört sich so viel an, 1000. Außensteine ist nicht wirklich was. Das heißt, wir müssen jetzt nochmal schön abbauen. Oh, jetzt habe ich gerade richtig einen Wüstenwind in den Ohren. Gucken hier in dem Steingebiet hier vielleicht, dass da noch was ist. Der Wüstenwind. Oh, die Pferde, cool. Außer, dass die Pferde durch Stein durchreiten können. Wäre man da mal dafür, dass man sich die zähmen kann. Oh ja, das wäre geil. Das fände ich bei Wölfen cool, wenn du die irgendwie die kannst abrichten, domestizieren kannst. Kannst du das? Oder nein, sollst leider du? Nicht, aber es wäre cool. Stell dir vor, du bist auf dem Pferd, kannst vom Pferd mit dem Bogen schießen und hast dann noch so einen zahmen Wolf, der dich noch begleitet als Kampftier. Oh, geil. Das ist ja ein Bär. Wo bist Bär du auch noch. Oh, die Bären sind urgefährlich. Kampf mit dem Bär bedeutet Tod. Nö, der liegt gerade im Felsen fest. Ich habe ihn getötet. Okay. Warum heißt du nicht Xena, so die tapfere Amazonenkrieger? Genau, oder Arnold. Kannst du das Schild nochmal ummalen? Ich glaube, ich nenne mich so. Na, ich müsste es abreißen und ein neues hinbauen, aber ja. Theoretisch. Hätte doch was. Ach, schau mal. Ja. Da muss ich aber noch ihren Ruf üben. Wie ging der? Eieieiei, oder sowas. Das wird sein, ja. Wie geht der Murloc-Kampf raus? Stimmt, das ist auch. Der ist mir ja aufgefallen. Ich habe ja Hearthstone, wie heißt das? Kartenspiel? Ja. Das habe ich ja auch mal, ist schon eine Weile her, als es neu rauskam, habe ich das mal 20 Stunden gespielt oder so. Und da war ja schon immer die Murloc-Karte bei. Mit diesem Geräusch. Und als ich jetzt World of Warcraft gespielt habe, da waren auf einmal Molochs und die haben mich angegriffen. Ich dachte, man, kennst du doch. Das kommt mir so vertraut vor. Und dann dachte ich so, naja klar, World of Warcraft gibt es ja auch schon seit 10 Jahren und so. Und das richtig. Kann aber nicht sein. Und dann ist mir eingefallen, dass es von der Karte war. Richtig. Als ich das daher kannte. Und wahrscheinlich gibt es dann auch Sachen, die da schon wirklich
Auch allgemein, dieses Geräusch oder dieser Morlock an sich, der ist bestimmt auch im anderen Zusammenhang schon aufgetaucht, wo ich noch gar nicht wusste, dass das eine Figur von World of Warcraft ist oder so. Möglich. Wo wir jetzt wieder bei dem Thema wären. Nicht wegrennen. Ja, nee, ich mach hier die Steine hier. Aber das heutige Thema war nicht WoW, sondern das heutige Thema Rust. Ist R-U-S-T. Nee, Rust und seine Zukunft, ja. Genau, Rust und Frage seine Zukunft. Frage ist halt, ob Rust, so wie es jetzt gerade ist, überhaupt die Chance auf eine vernünftige Zukunft hat. Also es ist zwar geil, das Spiel, das stimmt schon, aber irgendwie fehlt halt immer noch ein Ziel, ein Inhalt, mehr Gegner, Abwechslung. Nicht mehr im Hammer, nicht mehr dem Hammer. Mehr was anderes. Es ist, finde ich zumindest, irgendwann halt sehr, sehr einfühlig. Langweilig, ja. Also wenn du nicht gerade so ein Rumgejammer und Rumgeflame im Chat hast von so irgendwelchen Halbstarken wie diesen Silent und Alex, ja, oder so. Ja, ich sag mal so, das Rumgejammer von denen ist bei mir mittlerweile, löst bei mir eher so eine Trotzreaktion raus, wo ich mir denke, jetzt erst recht und jetzt baue ich mir so viel C4, dass ich denen ihre Hütte zerreiß. Ja, aber es fehlen halt irgendwie trotzdem noch, also mir fehlen ein bisschen die Zombies aus dem Legacy. Ja, Zombies wären cool. Wenigstens so vereinzelt. Dann fehlen mir Werte auf den Kleidungsstücken. Dass man es mal erkennt, ja. Also, dass man auch mal, wenn man diesen Radioaktivschutzanzug, also die gelbe Plastikfolie. So Rüstungswerte. Ja, ja. Ja. Dass man dann auch tatsächlich einen Schutz gegen Radiation hat und. Ja. Mir fehlen irgendwelche, also die haben halt so viele Sachen versprochen und angedeutet, dass sie kommen sollen, diese NPCs mit diese Roboterviecher da. Halt echt mal wieder eine Herausforderung. So, du hast hier einfach aktuell nicht wirklich eine Herausforderung. Ja. Es sei denn, für dich ist die Herausforderung, die größte und geilste Hütte zu bauen. Aber ja, es ist halt irgendwann. Ich glaube aber, dass dadurch, dass du, wenn du meistens in einer Gruppe spielst, dann gibt es ja auch gar keine Gefahren für dich. Dann geht ja alles total schnell und. Also wenn du alleine spielst, ist es zwar sehr deprimierend und du hast immer Rückschläge, aber das bleibt eigentlich die ganze Zeit total spannend. Und sobald du aber mit 4, 5 Mann spielst, da kann ja keiner mehr was. Du hast ruckzuck das Haus hochgezogen, hast die ganze Ausrüstung. Du wartest fast schon, hoffentlich kommen jetzt mal irgendwie 2, 3 Hansel und greifen uns an, dass mal ein bisschen Action ist. Mhm. So habe ich den Eindruck. Und andererseits soll es aber auch wieder so sein, dass so ähnlich wie bei wie hieß denn der Dinker? Reign of Kings, ja. Dass du im Prinzip, wenn du alleine bist, ist es zwar sauspannend, aber du kommst irgendwie überhaupt nicht vorwärts. Und wenn du mit vielen Leuten bist, dann bist du eigentlich ziemlich. Wobei, da war es ganz schön gefährlich mit diesem komischen Spion da und dann, das war schon. Ja, es war schon tricky irgendwie. Die Server sind voll, da ist mehr los auf den Servern. Ja, aber ja, es ist halt auch neu, ne? Das sind ja auch halt nur offizielle, es waren ja keine privaten Server, war dann gab's. Oder? Nee, auf dem wir waren, war auch ein Community-Server. Ach so, stimmt, ja. Die ganzen offiziellen Dinger waren ja auch alle überladen. Ich kann mich auch erinnern, als Rust rauskam, da hatte ich ja schon mal, ich hab's ewig gehabt. Erst habe ich Let's Plays gesehen und da kann ich mich noch erinnern, da war ich weiß nicht, ob es an der Map lag, aber da war so ein Tal und in dem Tal rannten dann 20, 30 Leute durch die Gegend, dann hat man sich in Felsritzen versteckt und da war irgendwie urst viel los. Und dann, mir war das zu stressig, ich bin dann so reingejoint, wurde sofort getötet, ich bin überhaupt gar nicht dazu gekommen, ich bin zu so einem Baum hingerannt und dann wurde ich sofort getötet, weil da so viele Leute waren und habe es dann erstmal ein Jahr liegen lassen, bis ich dann wieder rauf. Und da war es dann schon ruhiger geworden. Und so wird es bei Reign of Kings bestimmt auch sein. Das wird bestimmt auch in 2 Jahren, kann es sein, ist es total ruhig, dann sind dann nur 4 Leute auf dem Server oder so. Könnte sein, weiß nicht.
Weil im Moment denke ich noch, Reign of Kings ist ein neues Spiel, da ist halt ein Oster-Hype. Aber Rust hat eine ganz andere Qualität, weil es ein Spiel ist, was sich über viele Jahre immer verbessert hat, woran gearbeitet wurde. Und also der Reign of Kings muss sich erstmal beweisen, ob es wirklich so gut ist, wie es scheint. Weißt du, was ich meine? Und aus langer Sicht auch so gut ist und verbessert wird und so weiter. Ja, zumal gerade mit Code Hedge, die ja die Entwickler von dem sind, da ein Entwickler an der Mache ist, der ja nicht das erste Spiel per Early Access starten wollte und dann irgendwann liegen gelassen hat. Genau, die hatten ja dieses andere, dieses Star, Dingsbums Star. Jetzt habe ich ja auch. Das war völlig verbuggt, da lief gar nichts. Das lag irgendwie anderthalb Jahre rum und nichts hat funktioniert. Dann kam ein großes Update, wo man auf einmal so halbwegs spielen konnte, was ziemlich geil war. Und dann haben sie es dann gleich wieder fallen lassen. So nach dem Motto, sie haben dann irgendwie genug verdient und dann war das Projekt beiseite gelegt. Ja, da muss man aufpassen, weil das wirft dann meistens immer einen schlechten Ruf dann auf die Entwickler. Ja. Wenn sie bei Reign of Kings, wenn es da jetzt auch so ist. Ja, ich glaube, dann könnte die Bude schließen. Ja, also ich würde mir dann von dieser Firma nicht nochmal ein Spiel kaufen. Dann fühle ich mich verarscht. Weil Reign of Kings ist auf keinen Fall fertig. Also wie die da mit dem, so schön wie das alles ist, mit dem Bären sammeln und die